Guten Tag, liebe Freundinnen und Freunde, sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, liebe Parteivorsitzende. Wenn wir uns das Motto anschauen, Deutschlands starke Mitte, da kamen Fragen auf, auch von Journalisten. Starke Mitte bei unter 30% Umfragen. Ich kann Ihnen sagen, ja, genau deshalb müssen wir die starke Mitte sein, weil wir nicht weiter und nicht länger die Diskussionen der Extremen in unserer Partei, aber vor allen Dingen außerhalb der Partei führen dürfen. Und es geht darum, liebe Freunde, dass wir Debatten wieder so führen, dass wir nicht auf Radikalität setzen, dass Radikalität kein Argument ersetzt und dass auch nicht die Quantität von Unterschriftenlisten die Qualität eines Argumentes ersetzt. Und wie laufen denn die Debatten aktuell, auch in den sogenannten sozialen Medien? Wie laufen sie denn in unserer Gesellschaft? Lautstärke wird als Stärke wahrgenommen und der Kompromiss und der Ausgleich als Schwäche. Ich halte das für hochproblematisch, denn eines ist klar, ganz rechts und ganz links sind sich nicht nur ähnlich, sie arbeiten mit den ganz gleichen und genau den gleichen Mechanismen. Sie setzen auf Apokalypse, sie setzen auf Ängste. Ängste lähmen das Volk, Ängste lähmen das Land und sie sind nicht zukunftsfähig. Und insofern, liebe Freunde, ist für mich auch der Ausspruch von sogenannten Aktivisten, Extinction Rebellion, mit dem Hinweis, der Klimawandel ist größer als die Demokratie. Mich hat eher erschrocken, dass es hier keinen Aufschrei gab, zu sagen, der Klimawandel ist größer als die Demokratie. Das, was größer sein will als die Demokratie, das gefährdet die Demokratie, denn die Demokratie ermöglicht es erst, das zu sagen, was man denkt und darüber nachzudenken, wie man in Zukunft auch eine gute Umwelt-, Klimapolitik, aber auch eine Gesellschaftspolitik auch gestalten kann. Und insofern meine ich, dass wir uns stärker einmischen müssen von allen Seiten unserer Partei, wenn extremistische Positionen, die auch Weltuntergangsszenarien an die Wand malen, wenn die unsere Leute in Angst und Sorge versetzen. Und das sage ich auch deshalb, weil Sie an vielen Stellen auch mitbekommen, dass zu Recht unsere Bauern auf die Straße gehen. Sie gehen deshalb auf die Straße, weil sie auch vielen Stereotypen ausgesetzt sind, die NGOs an die Wand malen. Sie sprechen von der Landwirtschaft pauschal als Tierquäler, pauschal als Umweltverschmutzer und selber will man leben wie bisher. Man formuliert Erwartungen an die Landwirtschaft, aber ist selber nicht bereit, mehr auszugeben für das, was man selbst von anderen erwartet. Und aus diesem Grunde meine ich, sollten wir benennen, sollten wir es nicht denen Berufsschwarzmalern überlassen, die Entwicklungen in unserer Gesellschaft schlecht reden. Und insofern sage ich auch, ja, wenn wir Verbraucherinnen und Verbraucher mehr Tierwohl, mehr Umweltschutz, mehr Klimaschutz haben möchten, mehr Nachhaltigkeit in der Produktion, dann müssen wir selber auch bereit sein, das zu kaufen und nicht sonntags davon zu reden und samstags und auch von montags bis samstags anders einzukaufen. Denn am Ende wird es nicht funktionieren, wenn wir von Landwirten mehr verlangen, aber selber nur bereit sind, für Handys mehr auszugeben, aber nicht für unsere Nahrungsmittel. Und darum wird es am Ende meiner Meinung nach gehen, dass wir uns alle in einem Boot verstehen. Und in einem Boot zu verstehen, bedeutet auch, nicht von einem Extrem ins andere zu fallen. Annegret Kramp-Karrenbauer hat es richtig gesagt. Wir haben andere Erwartungen der Gesellschaft an unsere Produktion, an unsere Landwirtschaft, an mehr Tierwohl. Aber wir müssen das gemeinsam schaffen und können Landwirte dabei nicht alleine lassen. Und unsere Antwort ist ganz klar. Förderung, Forschung, Augenmaß und Begleitung. Wenn aber die Grünen-Fraktionsvorsitzende sagt, im Deutschen Bundestag, die Bauern verseuchen unser Land, dann sage ich nein, die Bauern ernähren unser Land. Wir muten auch als Politik
einiges diesem Berufsstand und anderen Berufsständen zu. Aber nur so kommen wir aus einer Rechtfertigungszone hinaus und wir werden und müssen es schaffen, für eine Weltbevölkerung, die bis zum Jahre 2050 um 2 Milliarden mehr Menschen wachsen wird. Eine Weltbevölkerung, die heute rund 200 Millionen hungernde Menschen hat. Eine Weltbevölkerung, wo 2 Milliarden Menschen unterernährt sind. Diese Weltbevölkerung wollen wir satt bekommen und wir werden sie nicht satt kriegen mit einem Teilausstieg aus der Landwirtschaft, sondern mit einer modernen Landwirtschaft, die Erträge sichert, aber zugleich auch nachhaltig ist, liebe Freunde. Und dazu brauchen wir auch eine offene Debatte über neue Züchtungsmethoden. Und es ist arrogant, und ich sage es nochmal in Richtung Grünen, auf der einen Seite Ertragssicherung zu wollen, auf der anderen Seite klimastabile Pflanzen haben zu wollen und dann noch weniger Pflanzenschutzmittel haben zu wollen, aber dann alles andere als moralisch nicht anspruchsvoll abzutun, was über neue Forschungen und Pflanzenzüchtungen auch nachdenkt. Und deshalb fordere ich uns auch auf als Union, offen zu sein für die Forschung in den Bereichen, die unsere Lebensgrundlage sind für unser Land. Und deshalb zum Abschluss. Ich will allen danken. Ich weiß, heute sind auch Waldbauern da. Und wenn wir über den Klimaschutz und Klimawandel reden, dann reden wir auch über die grüne Lunge, unseren Wald. Und unserem Wald geht es schlecht und gerade wenn wir hier in den neuen Bundesländern sind, das hat fatale Auswirkungen. Aber ich rufe auch all denen zu, die es jetzt besser wissen als all die, die über Generationen den Wald bewirtschaftet haben. Die, die glauben, wir sollen den Wald sich selbst überlassen und der Mensch soll sich zurückziehen, der argumentiert auf Kosten der kommenden Generation. Denn jeder Baum, der jetzt nicht nachgepflanzt wird, der wird für unsere Kinder und Kindeskinder fehlen. Und das ist eine Versündigung an der kommenden Generation. Und Dankeschön an allen, die sich hier beteiligen. Wir werden heute Nachmittag oder gegen Abend wahrscheinlich noch über einen Antrag auch sprechen. Da geht es um den Wald, da geht es um die Landwirtschaft. Aber es geht um das Miteinander. Auch wir sind Volkspartei. Wir müssen Konsument und Produzent zusammendenken. Und wir müssen uns selbst fragen, was wir tun können für ein Leben, das ja nicht nur den anderen die Aufgaben stellt, etwas zu tun für eine nachhaltige Zukunft. Aber ich will zum Schluss noch etwas sagen, Stichwort auch Frauen. Da sind viele Frauen heute von uns gefragt worden. Beerdigt heute die Union die Frauenförderung? Ich kann Ihnen sagen, auch die hämischen Kommentare der SPD. Wir in der Union müssen uns nicht sagen lassen, was Frauenförderung ist. Wenn ich mir die SPD anschaue, dann sind Frauen bei der Castingagentur SPD, bei dem Casting rund um die Parteispitze, da sind Frauen nur noch degradiert worden zu Platzhaltern. Wenn ein Mann kandidieren wollte bei der SPD, hat er eine Frau gebraucht, egal wie sie heißt. Bei uns haben Frauen Namen und bei uns müssen Frauen keine Männer haben, um zu kandidieren. Und das will ich deutlich machen. Wir haben gesehen, Herr Scholz wollte kandidieren. Er hat eine Frau gesucht, er hat eine gefunden, also durfte er kandidieren. Herr Borjans wollte kandidieren, er hat eine Frau gesucht, er hat sie gefunden, er durfte kandidieren. Herr Klingbeil wollte kandidieren, er hat eine Frau gesucht, er hat keine gefunden, er durfte nicht kandidieren. Und das ist für mich ein Zeichen, dass wir es anders machen. Und wir machen es so, dass am Ende mehr Frauen auch in die Parlamente kommen müssen. Und deshalb sage ich, liebe Männer, wir brauchen euch, aber ihr braucht auch uns. Herzlichen Dank.